Ja, also das mit dem Drill und so weiter funktioniert hier. Die sind. Ah, du bist fast leer, ne? Ja, ist okay. Das sollte ich jetzt hier in Ruhe lassen. Da will ich nicht zu viel micromanagen. Was ich jetzt machen will, ist. Blueprint ist noch da, Blueprint ist noch da. Ich gucke mir erstmal kurz eine Kiste an, dann sage ich, was ich machen will. Ich will. Stahl? Sie keinen Stahl? Ich sehe keine roten Chips. Was? Das ist nicht gut. Also Stahl und rote Chips hätte ich wirklich ganz gerne. mangelt's euch an irgendwas? Plastik. Nein! Nein! Fehlt Kohle oder fehlt Öl? Wahrscheinlich eher. Was? Fehlt Petroleumgas, ja. Okay. Geh runter, geh runter, geh runter. Also das beantwortet meine Frage, was ich diese Folge machen möchte. Ich möchte dafür sorgen, dass diese Tanks endlich voll werden. Das hier hatte ich alle schon auf MK2 gemacht und die haben auch alle schön tolle Speedmodule drin und so weiter. Daran hapert es also nicht. Wir hatten hier unten auch noch welche. Aber die machen nichts. Und die sind nur MK1. Okay. Dann. Ja, das wird. Nochmal jetzt hier ein Loch ein. Das wird eine Sache sein, die ich vor ein paar Folgen gemacht habe. Ich habe hier irgendwas abgerissen und irgendjemand hat auf seinen Monitor geschrien: Warum reißt du das Rohr ab? Jetzt kommt das Öl nicht mehr an. Und ich habe es nicht gehört. Das heißt. Davon, davon, davon. Nochmal davon. So. Du kommst da runter, gehst bis knapp davor, machst da den, machst da so. Du bringst das hoch bis da dran. Das sollte jetzt schon mal ein wenig helfen beim Öl. Genau, das Öl wird nämlich jetzt überhaupt erstmal wieder nach, ne, oben gebracht. Dann. 1, 2, 3 Pumpchecks. Ah, 4 Pumpchecks für hier unten. Das wird eine Weile dauern. Und die kriegen dann alle noch Speedmodule und dann haut das hoffentlich wieder hin mit Müll. Weil kein Plastik zu haben ist absolut nicht okay. So, das dauert aber eine Weile. Was mache ich Produktives derweil? Ich glaube, ich mache optische Sachen. Zum Beispiel. Ja, das ist eine gute Idee. Ich nehme mal 9. Ja gut, dich kann ich jederzeit neu machen. Ich nehme mal dieses Blueprint, nehme das Ding hier und setze das. Also hier hätte ich ganz gerne überall nur Stahl. Da hätte ich gerne überall nur Eisen, da hätte ich überall ganz gerne nur Kupfer. Da. Ja, hier. Da sollte okay sein. Das heißt, er müsste jetzt eigentlich die Kisten und die Ärmchen und die Einstellung der Kisten und die Einstellung der Ärmchen alles übernehmen und da unten hinpappen. Problem ist, dass er eventuell nicht die Kisten hat. Die müsste ich auch bald. Das habe ich schon so oft gesagt, ne? Ich müsste unbedingt eine Fabrik bauen, die Kisten automatisch herstellt. Schon seit 30, 40 Folgen. Aber das mache ich jetzt gleich ernsthaft. So, weg, 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 weg. Also der Plan ist. Die ganzen Sondersachen hier rauszupflücken, wie auch das da und. Habe ich dich zweimal? Ja. Oh. Da geht mal die Leckkiste. Habe ich gerade so viel aufgesammelt. Viel Zeug. Brauche nicht mehr so viel Tungsten. Ich brauche nicht mehr so. 200 ist okay. Weg, weg. So, was für komisches Zeug habe ich aufgesammelt? Ich habe ganz viele Roboter dabei, ich habe jetzt viel Stein dabei. Das kann raus, das kann raus. Die brauche ich gerade auch nicht, die auch nicht. Ich brauche keine 71 Lampen. Bundled Wire kann auch automatisiert werden. Ich brauche die ganzen Kisten nicht, ich brauche das da nicht. Besser, viel besser. Das aber ja auch nicht, die nicht. So. Weg, weg. Also, Plan für diese und nächste Folgen.
Ich mache die Sondersachen raus mit Blueprints, tue sie hier hinten hin, fülle das hier drin mit Stahl auf, damit das ordentlich aussieht und damit wir das alles kompakter haben und für mich übersichtlicher. Ich mache aus diesem einen hier mache ich zwei, damit wir an unsere Sondersachen besser rankommen. Dafür mache ich jetzt mal so. Zack. Und setze da einen hin und da einen hin. Ich denke nur allerdings, dass das Blueprint nicht erfüllt wird, weil wir eventuell nicht genug Schmelzöfen haben, nicht genug Kisten, nicht genug Ärmchen, was auch immer. Deswegen kümmere ich mich jetzt darum, dass wir die Kisten bekommen. Dafür brauche ich Platz. Das hier, die Forschungsanlage und unsere Zentrallage würde ich übrigens auch ganz gerne, ähnlich wie unten, irgendwo anders hinbringen. Das hier soll echt alles nur für Fabriken sein und nicht Fabriken, komisches Roboport, Konglomerat, Forschungsanlage und Kisten und dann wieder irgendwelche Fabriken. Das sieht doof aus. Weg, 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 weg. Aber jetzt zu den Kisten. Das ist wichtig. Und ich sollte so bauen, dass ich nicht in 10 Folgen es wieder abreiße, weil es für irgendwas anderes im Weg ist. So, wenn ich es hier oder hier hin tun würde, wäre es nämlich im Weg von den zukünftigen Modulen. Weil die Module gingen, glaube ich, bis 6 oder 7. 6, 7, 8. Bis 8 sogar. Wobei es unwahrscheinlich ist, dass ich 8er Produktivitätsmodule irgendwann automatisiere, aber es könnte passieren, deswegen lasse ich das hier lieber frei, weil wir haben hier 1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er, 7er, 8er. Ist also alles schon weggeplant. Hier hätten wir Platz. Das heißt, ich könnte hier erstmal schon mal die ganzen Dinger setzen, weil die kommen da so oder so hin. So. Dann nehmen wir hier Kisten. Die brauchen Smart Chests. Smart Chests brauchen Steel Chests. Also bräuchte ich 6 Fabriken insgesamt. Ja. Flop, flop. Machen wir das so rum. Wir hätten hier ganz gerne Stahlkisten. Hier hätten wir ganz gerne Smart Chests. Hier hätten wir ganz gerne die. 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 Und die. Wobei ich bei den gelben nicht so wirklich sicher bin, weil ich benutze ja eigentlich die großen. Warum nicht? Ich könnte noch die großen gelben hier hin tun und vielleicht noch sehr große gelben. Das ist albern. Aber die hier sind okay. Dann Kisten, die ich gleich beschränken sollte. Beschränken auf ein Stack. Shift rechts, links, links, links. Ihr macht das auch, ne? Ja, macht ihr. Links, links. So, blaue Kisten einstellen wird gleich ein bisschen friemlich sein. Nee, gar nicht. Die müssten alle dasselbe brauchen, oder? Genau, alles Smart Chest und Rotchip. Das ist dann nicht friemlich. Also, rote Chips, keine 200. Und Smart Chest, die wir noch nicht haben und davon auch nur 10, sagen wir mal. Zack, zack, zack. So, eine Stahlkiste wird nur Stahl brauchen, das muss ich nicht nachgucken. Auch nicht so viel, weil wir haben irgendwie so ein Stahlproblem gerade. 50. Du brauchst eine Stahlkiste und grüne Chips. Grüne Chips. Stahl. So. Ärmchen. Ärmchen müssen wir noch automatisieren und irgendwie näher zusammenbringen, weil wir haben irgendwie. Wo haben wir die? Genau, da haben wir zweimal gelb, da haben wir grün, da ist blau. Das muss auch alles zusammen irgendwo hin. Und aktualisiert werden. Aber wir haben noch recht viele Fabriken, die noch mit Pollution-Modulen arbeiten und nur MK1 oder 2 sind. Das ist echt ein bisschen meh. So, was jetzt Ärmchen angeht. Ich benutze hier erstmal die blauen Ärmchen. Weil wir die ganz schnell noch nicht automatisiert haben. Ich baue übrigens noch ein paar mehr davon, damit ich hier nicht rumgeizen muss. So, rein, 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 rein. Raus, 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 raus. Jetzt müsstet ihr eigentlich schon alle losarbeiten, oder? Hä? Oh, das war falsch. Kein Stahl, sondern Stahlkiste. Da. Zack. Das sind zu viele. So. Besser. Achso, da sind schon die ersten Kisten fertig. Ja, sehr schön. Das war's schon. Ihr kriegt mal hier die da, weil ich werde euch nicht schnell bauen lassen müssen.
Und ich muss langsam wieder auf Strom achten, ja. Ich bin doch ein wenig dekadent damit umgegangen. Also gut, Kisten haben wir jetzt automatisiert. Das heißt, der Blueprint hier unten müsste hoffentlich erfüllt sein. Ich gucke. Ist er noch nicht, aber bald. Das hier sind noch ganz billige Schmelzöfen. Die ersetze ich mal. Weil die Sondermetalle waren sehr, sehr wichtig. Und müssen schnell abgearbeitet werden. Jo, 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 sehr gut. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das hier eher weniger. Wir setzen hier auch gleich welche neue hin für Stahl. Was noch, was noch, was noch? Also ich habe gerade sehr viel im Kopf, was ich noch machen muss. Ich muss das Öl im Hinterkopf behalten, dass wir da unten die da setzen und Module reinpacken. Ich brauche allgemein wahrscheinlich wieder mehr davon. Und mehr davon. Genau. Tränke könnte ich übrigens auch umschieben. Und zwar die Lila-Tränke von da nach da, damit das auch alles kompakter ist. Dann sollte ich meine Ressourcen immer wieder checken. Weil wir haben immer noch keine roten Chips. Und wir haben immer noch nicht genug Plastik. Und ich sehe auch keine Batterien. Ja, das mit dem Öl ist wirklich wichtig. Also kümmere dich drum. Zack. 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 Und zack. Jupp. So, und ihr kriegt jetzt alle super tolle Speedmodule. Zack, 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 zack. Und genau, 2,0, 1,4, 1,0, 1,2 und alle mit plus zigtausend Prozent Geschwindigkeit. Wenn das jetzt nicht die Sachen zumindest kurzfristig hier hoch pusht, dann weiß ich auch nicht. Ja, sieht gut aus. 250, 260, die Dinger sind durchgehend am Arbeiten. Kriegen jetzt auch mal die noch schnelleren. Theoretisch könnte ich auch Produktivitätsmodule reinhauen. Problem ist nur, da sind sie irre langsam. Und dann müsste ich davon noch 12 Stück irgendwo hinsetzen und das will ich nicht so wirklich. So, das heißt, Petroleumgas kommt hier auch an. Wir kriegen wieder Plastik rein. Was, wenn ich das bei euch mache? Wow, ist das langsam. Und das alles, um jetzt 2 Stücken Plastik extra zu bekommen? Ernsthaft? Ja. Das ist so eklig. Oh, das war gerade ein Autosave. Also ja, das ist, boah. Wir verbrauchen mehr Strom, wir sind wesentlich langsam und wir kriegen dann alle 5 Minuten mal 2 Plastik geschenkt. Das geht gar nicht. Aber schön. Scheint sich jetzt zu erholen. Das heißt, Rotschiffs müssten bald auch wieder auftauchen, dementsprechend auch blaue. Kann hier also wieder weg. Ich habe euch beschränkt, oder? Da bin ich ein bisschen paranoid geworden seit den letzten Folgen. Aber ja, es wird alles okay. Das heißt, ich mache jetzt ein bisschen mit den optischen Sachen weiter. Nee. Ich sollte mit Stahl weitermachen. Ich kopiere. Achso. Ich kopiere jetzt erstmal diese komische Rubber-Geschichte hier. Die kommt mit zu den Sonderlingen. Dahin. Dann lösche ich dich. Das könnte jetzt die Roboter ein bisschen in Wallung bringen, weil da recht viele Ressourcen drin sind in der Kiste. Dann lösche ich dich wieder, mach mit dir eine Kopie hiervon, setz die dahin und dahin, warte dann kurz, bis die Kiste leer ist, bis das Ding da aufgebaut wurde. Und ich weiß gar nicht, wo die Roboter die ganzen Furnaces immer wieder hernehmen. Ich habe nämlich keine Fabrik, die Furnaces baut. Hier. Hier liegt echt komisches Zeug drin. Immer richtig nostalgisch, wenn man das sieht. Okay. Runter, runter, runter. Aber ja, Fabrik, die Furnace herstellt, klingt auch nicht schlecht. Also MK1, MK2, MK3, eventuell später MK4. Und ja, Roboter sind echt angefressen, weil sie hier zickzack fliegen müssen. Tut mir leid. Es war nicht geplant. Oh, und hier fehlt... Was fehlt da? Ein blaues Ärmchen. Wir haben keine blauen Ärmchen im System. Das halte ich für nicht wirklich. Nee. Sehr kurios.
Also ja, die Baumgeschichte ist jetzt auch richtig eingestellt, hoffe ich mal. Da. Wobei. Da. Das heißt, das Ding hier kann weg. Nee. So was soll ich nicht tun. Zack. Zack. Noch mehr, worüber sich die Roboter freuen dürfen. Dann setzt hier nochmal so ein Stahlding hin. Und bist du bald mal leer? Mach ich das selber so. Und da auch. Das heißt, wir haben jetzt 4 neue Stahlfabriken. Die sind alle leider nur MK1, aber besser als nichts. Die müssen wir alle auf MK2 oder 3 bringen, dann haben wir auch kein Stahlproblem mehr. Aber wahrscheinlich wieder ein Eisenproblem. In ein paar Folgen. Momentan sieht es nämlich echt gut aus. Wir haben 42.000 Eisen und 130.000 auf Vorrat. Kupfer ist nur 30.000 und 40.000 auf Vorrat. Aber ist auch ein guter Anfang.